Ein lauschiger Sommerabend in Gera, einige Tage nach der Landtagswahl in Thüringen und Sachsen. Tolle Lektüre hier, Schlägereien in Parlamenten, muss man sich mal durchlesen, soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Werden aber dahin kommen, wenn die Altparteien sich weiter so aufführen. Ja, was soll man sagen zu den letzten Tagen? Ganz klare Wählerentscheidung, die Wähler wollen weder Vogue noch Grün noch Gelb wie FDP, noch rot wie Linke oder SPD, die Wähler wollen zuvörderst die AfD und haben sie in Thüringen mit einer satten Mehrheit ausgestattet. In Sachsen wäre es auch so weit gekommen, wenn sich nicht einige aussichtslose Splittergruppen wie Werteunion und Bündnis Deutschland und Freie dies und Freie das gegründet hätten, um der AfD Konkurrenz zu machen. Also das sollten sich diese Gruppen nochmal überlegen, ob das wirklich so pfiffig ist, da den Kampf der anderen zu betreiben, um die AfD klein zu halten. Also es sollte doch so sein, dass man gemeinsam marschiert und gemeinsam Wahlerfolge feiert und nicht gegeneinander antritt und dann der erfolgreichen AfD die Prozente klaut und damit auch Mandate in den Parlamenten streitig macht, Mandate, die wichtig sein können. Wie sieht es sonst politisch aus? Also in Thüringen, ja, da hat sich die Brandmauer der CDU inzwischen zu einer Gefängnismauer entwickelt. Die CDU weiß weder ein noch aus. Die CDU überlegt tatsächlich, ob sie jetzt hier mit den Altstalinisten und Linksextremisten von Ramelow, Wagenknecht, Benjamin, Immanuel, Hoff und wie sie alle heißen, eine Regierung eingehen soll, eine Koalition eingehen soll. Es ist also unglaublich, was aus der CDU geworden ist. Alles Mögliche wird versucht, im sogenannten Krampf gegen rechts zu machen. Dabei macht sich die CDU genauso übrigens wie die Kirchen, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, zum Büttel und zum nützlichen Idioten der Antifa, die ja die genauso auf dem Kieke haben. Ja? Die Antifa duldet so lange die Kirchen, wie sie im Krampf gegen rechts mitmachen. Edeka würde wahrscheinlich am liebsten auch von der Antifa gestürmt und enteignet und geplündert. Also es war ja Hass und Hetze, Wahlkampf ohne Ende. Gab es wie in Deutschland noch nie. Dass sich Verbände, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kirchen, Gewerkschaften, diese Wogen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mit Milliarden Steuergeld gepampert werden, im Krampf gegen rechts zusammengeschlossen haben, um eine Partei physisch zu vernichten, nämlich die AfD. Und genau das Gegenteil ist passiert. Also ich rate meiner Partei und werde das genauso tun. Wir wollen regieren, wir wollen Deutschland, wir wollen Thüringen, wir wollen Sachsen besser machen. Aber Demokratie ist nun mal Demokratie und wenn die anderen rumwursteln wollen, lass sie machen. Am Ende stehen wir besser da denn je. Erste Landtagswahl in Thüringen über 10%, zweite Landtagswahl über 20%, jetzt sind wir über 30%. Es wird so weitergehen, solange die anderen nicht in der Lage und nicht willens sind, vernünftige Politik zu machen. Wir warten ab. Ich hoffe nicht zu lange, weil jeder Tag, der in Deutschland nicht von einer AfD-geführten Regierung auf Landes- oder Bundesebene angeht, ist ein verlorener Tag für Deutschland, ein schlechter Tag für Deutschland, bedeutet weiter Mord, Totschlag, Vergewaltigung auf deutschen Straßen, bedeutet weiter Abstieg für Deutschland, bedeutet weitere große Gefahren für Deutschland. Vor diesem Hintergrund war eine tolle Wahl, tolle Wahlergebnisse. Ich hoffe, die anderen, soweit sie zurechenbar sind, zurechnungsfähig sind, kommen zur Vernunft und helfen uns und helfen Deutschland, Deutschland besser zu machen und die Bürger in Deutschland nach vorne zu bringen. Soweit erstmal. Gute Nacht.